Spätestens in Nordrhein-Westfalen, liebe Zuschauer, entscheidet sich das Schicksal unserer FDP. Da kann man, meine ich, nicht einfach nur dabei sitzen und glotzen, wie bei einem Verkehrsunfall. Da muss man helfen, meint auch der Kollege Martin Sonneborn. Die FDP am Abgrund. Wenn wir nicht wollen, dass die gelb-blaue Zwergpartei für immer aus der politischen Landschaft verschwindet, dann müssen wir jetzt helfen. Wir sind von der FDP. Wir brauchen Ihre Stimme. Sind Sie kein Demokrat? Doch, wir sind demokratisch. Ah, würden Sie uns wählen? Einfach nur aus Scheiß? Einfach aus Scheiß? Ja? Nö, das nicht. Nicht mal das. Wenn wir jetzt nicht auf die Wahlzettel kommen, sind wir nie wieder auf den Wahlzetteln in Deutschland. Also besser, das ist nicht schlimm. Sie haben auch eine Verantwortung dem Rest des Landes gegenüber. Gehen Sie zum Piraten. Ja. Steigen Sie da um. Ich gehe wählen, aber nicht die FDP. Da ist für mich kein Thema mehr. Schade. Ihr habt das verbaselt. Ihr habt selber Schuld. Was haben wir denn gemacht? Ja, nichts. Eben nichts. Er hat vergeigt. Weckt er keine Beschützerinstinkte in Ihnen? Nee. Der ist ganz klein, kleiner als Sie. Ja, weiß ich. Weiß ich. Ich kenne noch kleinere. Ein Hummel ist noch viel kleiner. Und die sind auch mal aussterben. Wir haben 25 Hummelarten in Europa. Sind Ihnen Hummeln wichtiger als die FDP? Nein, aber die hören dazu. Aber die FDP stirbt auch aus. Ach, das ist nicht schlimm. Können Sie sich ein Land ohne FDP vorstellen? Ja. Können Sie der Totengräber der Liberalität in Deutschland werden? Nee. Ich bitte Sie, ich gehe vor Ihnen auf die Knie. Wählen Sie. Sie machen Ihre Sache gut. Wählen Sie uns. Wählen Sie uns. Nein. Sein Gericht sein. Warum verachten uns alle so? Weiß ich nicht, an der Politik, die Sie machen. Also ist sie nicht glaubwürdig genug? Politik machen andere auch. Ja schon, aber Politik. Ihre ist vielleicht nicht glaubwürdig genug. Wir haben doch gar keine Inhalte, wie sollen die denn glaubwürdig sein? Wenn Sie in Ihre Stimme geben würden, könnten Sie sich eine von den drei Uhren hier aussuchen. Nee, ich arbeite im Einkauf und bin unbestechlich. Echt? Nicht mal mehr Leute wie Sie? Nee, genau, nicht mal mehr Leute wie ich. Das gibt's doch nicht. Genau, nee, geht nicht mehr. Nein, der geht gar nicht. Aber wenn da mal wieder ein anderer Vogel ist, das ganz Vogel? Vogel. Ja, nee, Vogel ist eine andere Partei. Ich sag, wenn da wieder ein anderer Vogel ist, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Aber der Mann geht nicht. Also, ja, ich habe das gelesen. Ja. Wir bitten um Hilfe. Ja, ich weiß das, aber es tut mir leid. Ich kann Ihnen nichts geben. Ich kann auch nichts unterschreiben. Nein, wir wollen nur, dass Sie uns wählen. FDP. Ich will, ja. Wählen Sie FDP? FDP. Super. Ja, sowieso, schon immer. Ja, klar, was auch sonst. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der letzte FDP-Wähler von Deutschland. Ja. Das war der letzte FDP-Wähler von ganz Deutschland. Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Passen Sie auf sich auf. Martin Sonneborn berichtet über das rätselhafte Hummelsterben.